Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Miss Survival. Wir sind auf der Suche nach einer Axt. Und da wir eine, oh Gott, und da wir eine Brechstange haben, gehen wir nicht in die Militärbase, da gehen wir später nochmal rein. Wir durchforsten jetzt das erste Haus, das Haus am See. Das bedeutet eigentlich nie was Gutes. So, wir zücken schon mal unser Messer. Komm, nee, da komme ich nicht hoch, ich muss einmal um den Berg rennen. Mikro wieder ausrichten, so. Oh lol, da ist ein Hochstand. Den werden wir dann auch noch gleich erforschen, untersuchen, leerräumen, was auch immer. Ich höre nichts. Das ist schon mal positiv. Ne, hier ist nichts. Oh, Carcoal. Okay. Holz. Noch mehr Kohle. Carcoal, Kohle, keine Ahnung. Ist mir Olade. Lol, wie viel es hier gibt. So, einmal natürlich aufbrechen. Ein Messer. Ne, hinter der Tür ist nichts mehr. Hallo, ich hätte gerne eine Axt. Ingame-Zeit 17 Uhr. Soweit ich weiß, fängt ab 19 Uhr an, es dunkel zu werden. Ich weiß, dass hier drin einer ist. Da ist er, der Arsch. Okay, das war ein Luftschuss, wortwörtlich. Ah, der rennt wieder rein. Och nee, das sind zwei. Scheiße. Mit zwei brauche ich mich nicht anlegen. Das ist nicht so gut. Hier war ja auch einer drinne. Das ist auch nicht wirklich gut. Na dann gucken wir mal hier. Oh lol. Im Scheißhaus ist ein Rucksack. Alles klar. Stoff. Metallschrott und Komponenten. Das ist immer gut. Ihr werdet im Nachhinein auch noch sehen, warum. Holzbrett ist auch gut. Metallschrott. Eine Axt. Eine Feder, okay. Oben drauf gibt's nichts. Gott. Ganz schnell zurück. Wir haben eine Axt. Dort haben wir jetzt auch alles leer geräumt. Da hinten ist das Haus. Ihr seht, also wenn man hier im, wenn es einen Multiplayer geben würde, man könnte sich hier richtig geil aufbauen. Also so eine fette Base. Ach, ja, das muss sein. Also ja. Liebe Entwickler von Miss Survival, fügt bitte einen Multiplayer ein. Ich möchte das Spiel umgehend auf meinem Server aufspielen und mit meinen Freunden zusammen zocken. So. Einmal die Axt hier runter in den dritten Slot. Gut. Und jetzt ganz schnell hier. Ey.
Das ist aber immer dunkel geworden. Gott, ey. 3, 4, 5, 6. Okay, das war ein Luftschlag, das auch, das auch. Ich hasse diese Lecks. Ganz schnell den Loot einsammeln hier. Eine Feder, okay. Kommt, ich will das fertig haben, bevor die Nacht anbricht. So, Baum fällt. Baum liegt. Warum eigentlich so viele Blätter? Das ist mir bis heute noch ein Rätsel. Hier haben wir noch einen Stein, hier auch noch. Gut. Das da. Das da. Das da. Komm, mach Brett zu. So. Jetzt brauchen wir Werkzeug. Die Säge. Unter Waffen fällt das Messer. Wir müssen das da herstellen. 16 Stück. Ich liebe diesen. Nee, bitte sagt mir, woran liegt das? Bitte. Scheiße, es ist Nacht. Ganz schnell überspringen. Ich höre so draußen schon. Ja, und das war ein merkwürdiges Schnarchgeräusch. So, es ist wieder Tag. Sehr schön. Wir müssen auf jeden Fall erstmal was trinken, ne? Und das dort noch weiter reparieren. Nägel haben wir hier drinne. Getränk nehmen wir uns erstmal eine schöne Dose Cola. Und ich gönne mir einen Schluck Kaffee. Jetzt das hier zu Ende machen. Oh, habe ich noch nicht mal angefangen. Okay. Metallschrott, Komponenten. Habe ich noch irgendwo Metallschrott reingemacht? Nee. Ich hoffe, das reicht. Das wird nicht reichen. Scheiße. Da, 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 da. Ich hab keine. Oh, jetzt hält mir der Hammer. Mann, ey. Der ist sowieso gleich broke hier. Kann doch nicht sein. So, 60% und der Hammer ist weg. Toll. Da rein. Ne, der Hammer ist noch da. So, der Rest kommt erstmal wieder alles hier rein. Das. Das. Und das erstmal schnell. Holz hatten wir hier drinne. Steine auch. Dann kommt das dort noch rein. Nebenan haben wir nichts drin. Da machen wir den schnelleren Dutch rein. Und ich frage mich immer noch, für was ich Federn brauche. Ich glaube, hier gibt es Pfeil und Bogen. Ne? So, wir brauchen Metallschrott. Oh, hier draußen liegen sie. Guckt sie euch an. So.
So, Metallschrott. Mal schauen, ob wir da noch was finden in der Base. Ansonsten müssen wir die nächsten, Gebiete abklappern. Aber ich denke mal, wir werden hier noch was finden. Wir haben ja noch nicht alles durchgeguckt. In dem Zelt war man, da gab es ja Dings. Den Rucksack war ich hier, genau. Wir laufen erstmal hier hinten weiter. Komponenten. Gab's hier oben. Oh, ernsthaft, jetzt muss ich außen rumrennen. Jetzt lass mich hier hoch, Mann. Ey. Willst du mich verarschen? Stimmt, weil ich was in der Hand hab. Nee. Boah, ich verarsch mich hier, nee. No, hier gibt's nichts. Okay, da bin ich einmal durch das Auto gesprungen. Hier oben gibt's auch nichts. Gut. Da gibt's auch nichts, aber da sehe ich schon was. Ein Motor. Streichhölzer. Schön. Na, komm. Noch ein Benzinkanister und Batterien. So, dann das Zelt daneben. Hier, noch mehr Streichhölzer. Ich frage mich für was. Und das mitnehmen? Nein, schade. Hier. Riffle Armo, sehr schön. Ein Stock, den brauchen wir jetzt erste Mal nicht. 9 mm. Liegt hier irgendwas drauf? Ja. Och, komm. Alter, meine Fresse. Wie viel Patronen? 4. So, hier liegt noch was. Riffle Armo. Umso besser. Je mehr, desto besser. Liegt hier irgendwas? Nee. Hier irgendwas? Nö. Hier ist ein Schreibtisch. Und Munition ist eigentlich immer gut, wenn ich auch die passenden Waffen dazu hätte. Ja. Sehr nice. Wie sehen wir aus? Ja, fehlt nicht mehr viel. So, hier haben wir noch Schränke. Komponenten kommen auch immer gut. Noch mehr Munition. Ey, das lohnt sich ja gerade hier richtig. 16 Schuss. So, immer schön den Boden absuchen. Denn wir haben ja diese Elektronenkomponenten gefunden. Die lagen einfach so rum. Das habe ich leer geräumt, oder? Ja. Da oben sind irgendwelche, sind noch so eine Bären drauf. Die brauchen wir nicht unbedingt. Ich glaube, hier liegt nochmal Carcoal. Und da auch. Ja, ich glaube, wir haben die Base komplett gelootet. Wie viel Inventar haben wir? Oh, da können wir noch. Da können wir noch. Hier spawnt erstmal ein Stock. So. Die Türen waren offen, das heißt, die haben wir schon gelootet, die Autos.
Ja, haben wir schon. Oh, hier noch mal ein paar Esbären. Dann gucken wir jetzt mal weiter hier hinten. Der ist leer. Oh, Metallschrott. Genau das, was wir brauchen. Der hat nichts drauf. Ah, hier kommen noch ein paar Autos. Batterien und Cola. Yay. Benzin. Wie weit kommt man eigentlich mit fast 6 Liter Benzin? Das würde mich mal interessieren, jetzt im Real Life zum Beispiel. Ich selber besitze ja kein Auto. Das ist echt mal für mich jetzt so persönlich eine interessante Frage. Vielleicht kann mir die ja jemand beantworten. Also, es liegt definitiv nicht an meinem PC. Es liegt am Spiel und da muss was passieren. Es geht einfach nicht anders. So, was ist hier? Das sind normale Autos. Das ist ein Stein, Stock und Blätter. Hier ist noch ein Messer. Hier steht ein Schrank. Ja, Essen. Jetzt ist die Frage. Ah, ne, hier, Hammer. Oh, das können wir stacken, gut. Dann gehen wir jetzt wieder zurück zu unserem Haus. Inventar ausleeren. Und dann, wie viel Metallschrott haben wir eigentlich? 3. Ich glaube, 4 Stück brauche ich noch. Aber war hier nicht noch ein Auto im Wald? Da hinten. Ich glaube, das haben wir noch nicht reingeguckt. Das werden wir noch schnell machen. Und dann, ja. Genau, wusste ich doch. Hier haben wir noch nicht reingeguckt. Aber das hat leider kein Benzin. So, kurz ein Thumbnail machen für YouTube. Ah, jetzt. So. So, ich renne jetzt zurück und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst wie immer Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.